Kann ich meine Reha-Maßnahme wegen der Corona-Krise absagen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Corona-Krise hat uns in Deutschland mit voller Wucht getroffen und es gibt viele Menschen, die völlig verunsichert sind, unter anderem auch die Leute oder die Betroffenen, die denen durch die deutsche Rentenversicherung vor kurzem eine Reha-Maßnahme bewilligt worden ist. Entweder eine medizinische Reha-Maßnahme in einer Klinik oder in einer ambulanten Einrichtung. Und da bekommen wir sehr, sehr viele Anfragen und es geht in den Anfragen immer um das eine Thema, im Wesentlichen um das eine Thema. Kann ich jetzt wegen der Corona-Krise die Reha-Maßnahme absagen, weil ich Angst davor haben muss, dass ich mich zum Beispiel in der Klinik oder auf der Fahrt dahin eventuell anstecken könnte. Diese Gefahr, die Ansteckungsgefahr, ist natürlich relevant und auch da. Und keine Klinik wird Ihnen sagen können oder widerlegen können, dass Sie in der Klinik selbst auch sich nicht anstecken können. Das ist also in keinster Weise so. Und deshalb können wir Ihnen nur Folgendes sagen oder raten. Wenn Sie die Maßnahme, die Reha-Maßnahme einfach so von sich aus absagen, können Sie Gefahr laufen, dass Sie möglicherweise Ihre Ansprüche auf eine Erwerbsminderungsrente verlieren, weil Sie haben nämlich Mitwirkungspflichten. Das heißt also, bevor Sie irgendwelche Entscheidungen treffen, die möglicherweise für Sie negativ ausfallen, müssen Sie zwingend mit der DAV Kontakt aufnehmen oder in der Reha-Klinik anrufen und nachfragen, was dort los ist und wie die Bedingungen vor Ort sind. Wir haben erfahren in Einzelgesprächen mit Mandanten und auch mit der Deutschen Rentenversicherung, dass man dort sehr, sehr kulant zurzeit mit Absagen umgeht. Aber man fordert sie letzten Endes auf: Schauen Sie bitte im Internet auf die Internetseite der Reha-Klinik, nehmen Sie dort bitte Kontakt auf. Wir gehen davon aus, wenn es in Deutschland, wir hoffen es nicht, flächendeckend Ausgangssperren geben sollte, dann dürfte sich dieses Problem letzten Endes für Sie erledigt haben, weil dann dürfen Sie wahrscheinlich dort gar nicht mehr hinfahren. Aber zurzeit haben wir keine Ausgangssperren. Deshalb also bitte prüfen Sie nach, was steht auf den Internetseiten der Reha-Klinik, rufen Sie dort bitte an und erkundigen Sie sich. Und wenn Sie absagen, weil Sie die Befürchtung haben, dass Sie sich anstecken können, dann bitte auch mit der Deutschen Rentenversicherung in Kontakt treten. Es geht ja weiter. Sie müssen auch aufpassen, wenn Sie jetzt zum Beispiel Krankengeld beziehen oder Arbeitslosengeld 1 beziehen, müssen Sie auch bitte diesen Sozialleistungsträger, also Ihre Krankenkasse und die Bundesagentur für Arbeit, hier mit einbeziehen. Also auch hier das grüne Licht sich holen, dass Sie in der Tat nicht dorthin fahren müssen. Natürlich, wenn Sie erkältet sind oder, was wir natürlich nicht hoffen, an Corona erkrankt sind, dann ist natürlich klar, das sagt Ihnen auch die Reha-Klinik sofort nach einem Anruf, bleiben Sie bitte zu Hause und kurieren Sie sich aus. Oder wenn Sie in der Quarantäne sind, dann ist natürlich klar, können Sie gar nicht dorthin fahren. Näheres zum Thema Corona und Reha finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bitte bleiben Sie gesund. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.